das letzte Spiel am vierten Spieltag der Allianz Frauen-Bundesliga. Montagabend, 18 Uhr in Potsdam. Turbine Potsdam gegen die Aufsteigerinnen aus Bremen. Matthias Rudolph und seine Potsdamerinnen klarer Favorit in dieser Partie. Und so hofften natürlich auch die Fans auf den Tribünen auf den Heimsieg. Und Turbine legte los, wie sich das für einen Favoriten gehört. Zweite Spielminute, erster Angriff über Svenja Huth. Ehe Götz lässt durch und da ist Felicitas Rau. Eine Minute 27 gespielt, 1:0 für Turbine Potsdam. Sie kriegen hier Huth nicht in den Griff in der Bremer Abwehr. Dann will Ehe Götz mit der Hacke nicht abschließen. Gut, dass sie es nicht macht, denn Felicitas Rauch steht hinter ihr perfekt und ist einen Schritt schneller am Ball als ihre Bremer Verteidigerin. Keine Chance im Tor für Anneke Borbe. Was tun, Carmen Roth? Die Bremer nicht präsent in der ersten Halbzeit. Keine einzige Torschance, stattdessen wieder die Potsdamerinnen. 36. Minute allerdings schon. Ein Kopfball von Ehe Götz. Und auf der Linie Michelle Ulbrich für den SV Werder Bremen. Einige kleinere Möglichkeiten dazwischen für Turbine Potsdam. Das war aber die lukrativste nach dem Führungstreffer. Ehe Götz. Anneke Borbe kommt aus ihrem Tor, muss sie eigentlich nicht machen, aber sie kann sich auf ihre Innenverteidigerin verlassen, die für sie klärt. Dann war schon Halbzeit im Karl-Liebknecht-Stadion. Matthias Rudolph konnte eigentlich zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Allein sie hätten ein zweites Tor nachlegen müssen, denn sie waren wirklich drückend überlegen. In der 48. Minute ging es gleich so weiter in der zweiten Halbzeit. Flanke von der rechten Seite. In der Mitte kommt keiner hin. Na gut, dann probieren wir das Ganze halt nochmal von links. Da ist Kramer. Und in der Mitte wartet Svenja Huth. Aber zu zentral dieser Kopfball aufs Tor, deswegen kein Problem für Anneke Borbe. In der 67. Minute endlich mal die Bremer am Potsdamer Strafraum. Hatten wir sie überhaupt nicht gesehen bis zu diesem Zeitpunkt der Partie. Da kommt Marie-Louise Ether und auf einmal ist der Ball drin. 67. 1:1. Und das kam dann mal wirklich wie aus dem Nichts. Denn die Bremer waren eigentlich in der Offensive nicht präsent bis zu diesem Zeitpunkt. Dann macht Kapitänin Marie-Louise Ether das natürlich stark. Dieser Schuss hat Geschwindigkeit und der ist perfekt platziert und der passt einfach genau. Kurz nach dieser Szene, ganz unglücklich im Bremer Strafraum, fallen zwei Innenverteidigerinnen auf die arme Janine Angrick. Und die hatte richtig Schmerzen. Man sieht das hier. Lag minutenlang am Boden, wurde behandelt und in der zweiten Zeitlupe kann man erkennen, dass ihr ihre Kollegin auf den Kopf steigt. Mit dem Fuß, natürlich unabsichtlich hier, trifft sie sie und das sind Höllenschmerzen für Angrick, die danach auch nicht weitermachen konnte. 73. Ecke Potsdam, Kopfball, eingewechselte Elsig, aber super Parade von der erst 17-jährigen Anneke Borbe im Tor des SV Werder Bremen. Sie muss die Stammkeeperin Lena Pauls ersetzen. Die hat einen Wadenbeinbruch und das macht sie hier bravourös mit einer Hand. Den Potsdamerinnen lief die Zeit davon. Das wären verschenkte zwei Punkte. 91. Spielminute. Nochmal ein Freistoß. Und da hinten ist Amanda Ihlestedt. Aber sie verpasst diesen Ball um Zentimeter. Und damit verpasst Potsdam auch den Dreier gegen den SV Werder Bremen, der absolut drin gewesen wäre. Bremen entführt hier völlig überraschend, vor allen Dingen nach diesem Spielverlauf, einen Punkt aus Potsdam.